Heute haben wir Basti Zock zu Besuch und was da passiert ist und wie wir jetzt unglaublich viele Diamantenblöcke verdient haben, das seht ihr jetzt. Also bewertet den Part und viel Spaß. Weil das wäre jetzt eigentlich das normale Prozedere. Er kommt raus, guckt diesen riesigen Turm an und öffnet die Truhe, weil er neugierig ist. Achtung. Basti zockt, wird zu Basti fliegt in 3, 2, 1. Er guckt den Turm an, sieht die Kiste neben sich, hinter sich. Moin. Er baut das ab. Genau, er schießt dir hoch. Soll ich sagen, pass auf hinter dir ist eine Kiste? Wird hier elfig einfach nichts mehr sehen? Bin ich schon so hoch? Boah, wäre aber gemein, wenn ich jetzt sage, leg alles in die Truhe, ne? Nee, pass auf, wir sagen nicht, er soll die Truhe öffnen. Er wird gleich selber die Truhe öffnen. Er wird gleich aus Reflex die Kiste öffnen, weil wenn man idelt, macht man zwischendurch eine Kiste auf. Hallo! Moinsen, hallo, alles fit bei dir? Ja, soweit. Nach meinen Internetausfällen geht wieder alles. Oh ja, die hatte ich auch öfters mal. Ja, ja. Aber schön, dass sich das geregelt hat. Pass auf, ich bin hier, also ich bin gerade random rumgeflogen, dann habe ich dich random getroffen, dann bin ich dir hinterher geflogen und dann ist mir eingefallen, ja. Du baust hier so übel cool und wieder groß, ne? Ich weiß nicht, ob sich das schon rumgesprochen hat, aber ich baue nichts in dieser Staffel. Ach so, aber echt nicht? Ja, also nicht so wirklich. Ich habe mir kein Bauprojekt gesucht, weil ich das eh nicht fertigstellen werde. Ja, ja, da bin ich auch fast beim nicht fertigstellen. Ja, ne? Ja, ich habe einfach immer Dias gefarmt und habe mir dann Wohnungen gekauft. Ah, okay, okay. Ja, und jetzt habe ich gesehen, du baust, ist das hier so eine Art Resort, so eine Hotelanlage? Ja, genau, Volcano Resort. Oh, Volcano Resort. So ist der Plan. Meinst du, man kann da eventuell sich eine schicke Wohnung kaufen, ein schickes Grundstück so für ein paar Diamanten? Ja, garantiert. Ja, magst du mich vielleicht mal rumführen? Ja, es ist noch nicht so viel, aber ich kann ein bisschen was zeigen. Pass auf. Ja, aber man kann doch bestimmt schon safe irgendwo sagen, yo, da kannst du dich einnisten. Da kannst du kaufen. Ja, eigentlich schon. Pass auf. Eigentlich schon. Komm mal mit. Also hier ist normalerweise das Ankunftsgebäude. Ah, okay. Gibt es dann hier auch so einen Flughafen? Nee, so hier unten kommt noch ein Hafenstück dran. Ah, mit dem Hafen, nice. Genau, also dass man hier unten ins Gebäude rein kann, dann kommt man hier hoch, hier ist dann die Anmeldung und so und dann kann man quasi in einen der rechten Gebäude gehen, wo dann die Zimmer drin sein sollen. Mhm. Die sind natürlich ein bisschen zweckentfremdet, weil da mehr, ich sag mal, Farmen drin sind. Aber komm einmal hier von der Seite gucken. Vom Netherportal aus, ja, das kenne ich. Ich genau, habe mich, also, um ehrlich zu sein, ab und zu mal bei deinem Eisen bedient. Aber du hattest da die Kisten, die waren übermäßig voll. Oha, ja gut, wenn richtig voll ist, dann ist in Ordnung. Genau, da sind quasi die ganzen Zimmer da drin und prinzipiell ist links dann auch nochmal so ein großer Klotz. Mhm. Und gerade durch, also hier über die Brücke, ist dann nochmal so das, wo man dann die ganzen, wo man essen kann. Hier kommt noch eine Disco rein. All you can eat und so. Ja, ja, genau. Ja. Ist das eine Tür hier? Das ist eine Tür, genau. Geht die schon? Die ist ja irgendwie voll kompakt, also die Technik, hä? Lol. Ah ja, geht sogar. Oh, nice. Ist mit den Honigblöcken ein bisschen blöd. Also am besten wäre natürlich, wenn die nach oben aufgehen würde, dann könnte man unten einen normalen Boden machen. Ja, voll gut. Nur für zu müsste ich jetzt unten drücken, da ist die Schaltung noch nicht da. Und das ist der Vulkan. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ausbricht? Ja, so wie jeder Vulkan, unwahrscheinlich. Heißt das, muss ich dann eine Elementarversicherung da für die Elemente machen? Ja, ja, auf jeden Fall. Vulkanversicherung. Können wir aber alles mit anbieten dann. Ich kann dir dann schreiben. Oder halt eben den Kaufpreis ein bisschen billiger machen, weil das ist schon ein arges Risiko hier zu wohnen. Mindern, meinst du? Ja, ein bisschen mindern den Kaufpreis. Ah, okay. Und hier die Eisenfarm kennst du ja, ne? Ja, die Eisenfarm, die kenne ich. Also entweder würdest du in so einem Platz finden,
Da ist eine Etage noch frei. Oder du wartest noch so ein paar Tage. Eine ganze Etage? Ja, die ist aber teuer dann, ne? Warte, sag ich mal. Also so eine ganze Etage hier. Ja, also ich würde die hier vorne abteilen. Obwohl, an sich könnte es aber nur auch... nur die Hälfte, ne? Ja, oder hier ein großes Zimmer könnte ich dir anbieten mit zwei Balkonen. Das wäre, glaube ich, okay, oder? Ein großes Zimmer mit zwei Balkonen. Das hört sich nice an. Genau, das glaube ich gut. Ja, weil was schweben dir da so für Preise vor? Ah, so 100. 100 was? Die hab Blöcke, nein, Spaß. Ne, keine Ahnung, ich habe mich bisher pass auf, noch nicht... das Ding ist, das wäre sogar preislich machbar. Vielleicht handeln wir auf 70 Dia-Blöcke runter. Ach, ja, wenn du die hast. Ich baue dir dann auch die Wand hier fertig. Also ich würde halt erstmal, so habe ich es bei Bastik BHG im Schloss auch gemacht, eine Staffelung zahlen. Ne? Ich zahle dir jetzt 35 Diamantblöcke. Ja. Und dann, wenn alles fertig ist, ich würde auch die Möbel dann gleich hier haben. Für 70 Diablöcke komplett ausgestattete Wohnung. Achso, komplett. Mit Einrichtung. Ja, mach ich doch glatt. Ja. Ist das für 70 okay? Ja. Ja? Nice, dann brauchen wir jetzt nur eine Ender. Hol ich mir noch einen Innenarchitekt, dann passt das. Komm mal mit. Ender Chest. Ja. Warte. Dann zieh ich dir da bald eine Mauer rein, dann hast du ein schönes Doppelzimmer. Das hört sich übel gut an. Ich muss noch eine Strandbegehung machen. Achso, ja, können wir machen, warte. Da müssen wir halt runter einmal, pass auf. Und also ich lebe ja dann sozusagen derzeit dann auf einer Baustelle, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Ja, ich sag mal so, du wohnst quasi, umschreiben die das immer in den ganzen Urlaubsheften? Verkehrsnah und in aufstrebender Region wohnst du eben. Oh, genau, aufstrebende Region, so heißt das, richtig. Ja, das Ding ist halt, ich hätte jetzt schon gern so, ne, wenn es dann so zum Jahresende geht, so zum Staffelende, würde ich gern meinen Ruhestand halt hier verbringen und jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit von Baumaschinenlärm und so. Nö, bis dahin kriegen wir es hin, das auf jeden Fall. Warte, jetzt 35, ne? Machst du einmal 35? Genau, so war und der dann Deal, die anderen 35, die bekommst du dann... Wenn das alles komplett ist, ja? Okay, okay. Ja, dann hau ich auch mal rein mit dem einen Gebäude. Ja, ich will jetzt erst noch Strandbegehung. Ah, natürlich, natürlich. Komm mal mit. Nicht, dass da irgendwie noch... Kriegst du auch All-Inclusive-Gutschein. Und hier kann man mit der Bahn hier fahren? Ja, die würde ich jetzt nicht unbedingt raten in dem Moment. Okay. Was hat denn das zu heißen? Ja, die ist... Oha, ein Strandbar, wie geil! Genau. Ey, die ist ja mal voll cool. Ja, die Angestellten sind halt auch noch nicht da, ne? Aber zumindest haben wir schon einen Probeofen, der läuft. Über ein paar Becher am Start. Aber guck mal, der Sonnenuntergang ist jetzt fast zu sehen. Oh, ja, nee, echt geiles Feeling hier. Finde ich nice, es fehlt noch so coole Musik. Ja, stimmt. Jukebox rein. Oder ein Joelcraft-Lied. Ja, ein Joelcraft-Lied. Da hinten, was ist das? Achso, so ein Pavillon. Ja, das sind exklusive Pavillons. Oh. Mit Ventilator drin. Hier fehlen natürlich noch Liegen drin und sowas, ne? Aber ich denke mal, zu deiner Wohnung könnte man sowas hier auch mitpacken. Das wär voll gut. Dann Achtung, einmal hier. 35 Diablöcke. Ah, das ist ja nice. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Das ist ja mal ein gutes Geschäft. Aber nein, du kriegst ja auch dafür was geboten, ne? Darf ja, ich bin gespannt. Was glaubst du, wie lange brauchst du, bis es fertig ist? Bis alles fertig ist, ja, bis zum Staffelende bestimmt. Ja, bis meine Wohnung fertig ist. Das dauert nicht so lange, das mache ich dir vielleicht übernächste Woche oder so. Oh, das hört sich schon mal gut an. Gibt's hier auch, jetzt habe ich schon die 35 Dias gezahlt, aber hier oben ist so ein Platz frei da. Auf den Dächern, kommt da noch was rein? Oben in der Mitte meinst du? Achso, ja, da kommen noch so Klimaanlagen und sowas rein. Ah, Klimaanlagen, optisch. Okay, kein Penthouse. Also, es gibt keine Penthouse-Wohnung so in dem Sinne. Nee, noch nicht. Nee, okay. Okay. Und jetzt, wie machen wir das, wenn der Vulkan ausbricht? Wie kann ich mich retten? Ja, ich kann ja eventuell noch einen Elytra-Launcher bauen. Ja, ein Notfall-Elytra-Launcher, das Angebot nehme ich auch gerne an. Ja. Kann man den hier mit installieren? Oh, hier sind Schafe. Ja, wo ist meine Etage nochmal? Eins drunter, ne? Ein drunter. Ja, das heißt, es würde im Prinzip, warte, wenn ich die in der Mitte kriege, die Wohnung, ne? Aber kann man hier bestimmt. Ja, kann man bestimmt einen Notausgang machen hier. Ja, wäre dann von hier bis da die Wohnung. Ja, genau, also, warte, ich kann mal ein paar Blöcke holen, können wir schon mal abstecken kurz.
Und normalerweise wird der Raum von da bis hier gehen. Ja. Ah, und dann einmal. Oh, das ist perfekt. Oh, ich habe einen wunderbaren Blick dann auch noch auf den Vulkan, wenn der ausbricht. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kann ich noch, wenn die Lava gerade noch so am Runterfließen ist, dann kann ich noch hier so ein bisschen den Ausblick genießen, vielleicht noch ein Selfie machen. Ne, und dann aber schnell, ne? Und dann aber schnell. Dafür brauche ich dann den Elytra-Rettungslauncher. Genau, genau. Cool. Ja gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für unseren Deal. Sehr nice. Ja, gerne, gerne. Und dann würde ich sagen an der Stelle, mach's gut, bis dann. Ja, danke schön. Ich gebe dir Bescheid. Tschüss. Jo, danke. Servus. Aber das war krass, ne?